Hallihallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch ein kleines Chit-Chat Get Ready With Me First Impression zur der Kristen Dominique Latte Palette, beziehungsweise sie heißt ja nur Dominique Cosmetics, Entschuldigung. Zu der Latte Palette, die habe ich von einer lieben Abonnentin abgekauft. Die hat in dem Video gesehen, dass ich mir die wünsche. Ich schreibe euch auf jeden Fall mal ins Bild, wie ihr Instagram-Kanal heißt, beziehungsweise ihr Instagram-Account, weil sie postet immer sehr, sehr schöne Bilder und es ist wert, dass ihr ihr folgt. Nochmal vielen Dank, liebe Steffi, dass du mir die, ja, verkauft hast. dieser Make-up-Look ist dabei entstanden. Wenn ihr sehen wollt, wie ich die Palette finde, was ich benutzt habe und ich beantworte ein paar eurer Fragen, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran und wir sehen uns gleich. Dann wollen wir mal mit dem guten Stück starten. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich, liebe Stefanie, dass du mich angeschrieben hast, dass du diese tolle Palette zum Verkaufen hast. Auf den ersten Blick finde ich, ist es eine sehr coole Palette. Also die Form, wisst ihr, habe ich ja jetzt schon oft gesagt, dieses längliche, schmale gefällt mir. Sie fühlt sich auch nicht billig oder irgendwie an. Also sie fühlt sich schon echt sehr gut an. Der Spiegel ist richtig scharf, also der ist wirklich richtig gut, der Spiegel. Und die Pans sind halt echt groß, also das habe ich auch unterschätzt auf Fotos. Das sieht man dann erst in Wirklichkeit, wie groß die einfach sind. Und ich fühle mich unheimlich von dem Espresso-Lidschatten hier angezogen. Der sparkelt so, so schön, aber ich glaube, dass mir das wieder einen Tick zu dunkel wird. Ich möchte so einen schönen, ja, hellen Look, aber ich fühle mich auch total von Cold Brew und Double Shot angezogen. Ich befürchte allerdings, dass ich die nicht zusammen in einem Look benutzen werde. Einfach alles so kaffeebezogen ist und wie ihr wisst, die Lisbeth ist ein kleiner Kaffee-Junkie. Finde ich das halt coole Farbennamen. Hazelnut, Caramel, Vanilla Cream, Mocha, Pumpkin Spice, Espresso, Macchiato, Creme Brulee, Cold Brew und Double Shot. Also coole Namen, das passt eigentlich ja zu mir. Deshalb, warum habe ich dich so gehasst? Ich gehe zuerst in die Farbe Karamell. Das ist dieses tolle Karamellbraun, logischerweise. Und fange mal an. Also sie hat einen ganz normalen Kickback, nichts Schlimmes oder nichts Außergewöhnlicheres und gebe den in meine Crease auf. Ja, im Moment habe ich unheimlich Lust, wieder ganz viele Make-up-Videos zu machen, also Schminkvideos, weil das habe ich irgendwie die letzte Hälfte des Jahres sehr vernachlässigt, meiner Meinung nach. Und deshalb möchte ich wieder ein paar Looks mit euch schminken. Also könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwie ja mal wieder einen Palettenwunsch oder so habt, wenn ich das machen soll. Auf jeden Fall folgt demnächst ein Video zur Queen of Hearts Palette von Color Drain. Die habe ich mir ja jetzt gegönnt, als die im Sale gewesen ist. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir nebenbei ein paar Fragen schicken wollt. Und die erste Frage kam von der Bianca und die heißt, warst du schon mal in den USA? Wenn ja, was muss gekauft werden? Make-up und so weiter. Ja, ich war schon mal in den USA vor genau 2 Jahren jetzt. Ich bin heute vor 2 Jahren, glaube ich, zurückgekommen sogar. ich war in Florida, in Miami und dann auf der anderen Seite in Naples. Und das Problem war, was heißt das Problem, also ich war mit meiner ganzen Familie da, mit meinen Eltern, meinem Freund und meiner Großmutter, dass wir ein Auto zusammen hatten und dann natürlich nicht das gemacht werden konnte, worauf jeder jetzt so Lust hatte. Und ich wurde einmal rausgelassen zum Shoppen quasi. da war ich bei Sephora und Bath & Body Works. Und da waren die anderen dann so schnell fertig, dass wir dann weitergefahren sind. Und ich halt gar nicht dazu kam, überhaupt das alles ja, mir anzugucken, worauf ich Lust hatte. Ich habe dann noch ein paar Mal, wenn wir Essen gekauft haben, waren das einmal bei Publix, die hatten auch eine Abteilung. Und bei Walgreens waren wir gewesen. Walgreens? Ja, ist denn das andere? Walgreens oder irgendwas mit W, glaube ich noch.
Walmart, genau, bei Walmart waren wir noch. Und da habe ich dann, während die anderen Essen eingekauft haben, bin ich ganz schnell in die Gänge gerannt und habe irgendwie nach Namen geguckt, die mir bekannt vorkommen und habe mir dann da Sachen, ja, aus dem Regal quasi gezogen. Auf jeden Fall, wenn du dort bist, schau dir Flower Beauty an, weil an die kommen wir hier ja nun mal leider gar nicht ran. Und das ist eine ganz, ganz tolle Marke. Ich habe zwei Blushes davon, die finde ich so, so toll. Habe mir damals auch noch einen Puder mitgenommen, was Casey Holmes immer getragen hat, aber habe dann kapiert, Lisa, du hast nicht denselben Hautton, also dieselbe Farbe wie sie. Sie ist zwar genauso hell wie ich, aber sie macht ja auch Self-Tanning und deshalb benutzt sie im Gesicht immer eine unglaublich dunkle Farbe. Und das Puder sah an mir einfach so schrecklich aus. Das habe ich auch hier noch, aber ja, ich kann es halt nicht benutzen. Nur mal aus reinem Interesse werde ich jetzt doch mal in Double Shot gehen. Den möchte ich unbedingt ausprobieren. Ja, also schau dir auf jeden Fall Flower Beauty an und dann ansonsten kann man sich eigentlich alles auch an der Drogerie anschauen, weil die viel mehr Auswahl haben als hier. Von den Farben her, von den Produkten, da drüben gibt es Produkte, die gibt es hier überhaupt nicht. Und ja, das ist halt ein bisschen scheiße. Dann wurde ich gefragt, du wünschst dir langsam einen Heiratsantrag und Kinder und so ein Smiley. Ja, also für den Heiratsantrag warte ich ja sehnsüchtig, aber da seid ihr bei mir halt an der falschen Adresse. Ich mach den ja nicht. Weiß nicht, wann das kommt oder ob das jemals kommt, keine Ahnung. Ich gebe so langsam den Gedanke auf. Ja, Kinder, wie gesagt, möchte ich auch. Eigentlich möchte ich persönlich nur eins nach langer, langer Überlegung. Falls es für mich überhaupt jemals in Frage kommen wird, weil, wie ihr wisst, habe ich ja dieses bekannte Problem, dass ich nicht einfach schwanger werden kann. Ich gehe jetzt noch in die Farbe Hazelnut. Ja, und deshalb weiß ich nicht, wie das halt ausgeht, weil ich habe halt natürlich so einen Plan im Kopf, so wie eigentlich, denke ich, unterbewusst auch jede Frau habe ich so einen Plan, ja, wie ich das halt so gerne hätte. Ich nehme jetzt noch meinen Concealer und mache so ein bisschen das Augenlid sauber. Was ist deine Theorie, wie Game of Thrones endet, beziehungsweise wie hättest du das Ende gerne? Also heute kam ja noch ein neuer Teaser-Trailer raus, wo Jon, Sansa und Arya unten in der Krypta von Winterfell stehen. Ja, und man sieht halt hinter denen, dass sie selber auch so ein Grab quasi haben, so eine Statue. Und jetzt habe ich halt irgendwie Angst, beziehungsweise ich... Also mein Liebling, wie ihr wisst, ist ja Jon Snow. Jon Snow. Das war Schnee und Snow. Ich sag's mal auf Deutsch, Jon Schnee. Und nicht nur, weil ich den Schauspieler sehr mag, sondern weil ich halt einfach die Geschichte hinter dem Charakter unheimlich toll finde, hinter Jon Schnee. Und ich mir so in den Arsch beißen würde, wenn der stirbt, weil es auch eine tolle Rolle ist und er halt ja die wichtigste Person eigentlich ist. Und was er schon alles erlebt hat und wo er durchgehen musste, finde ich das mega assi, wenn der stirbt. Und jetzt hat er halt da so eine Statue hinter sich gehabt und dann hatte ich sofort Angst um meinen Jon Schnee. Ja, meine Theorie ist, also ich habe viele Theorien, um ehrlich zu sein, ganz viele. Ich habe, oh Gott, ich kann es euch eigentlich gar nicht so genau sagen, weil es gibt so viele Theorien und ich habe auch vor vielen einfach Angst. Für mich ist einfach nur wichtig, dass Jon Schnee überlebt. Ich habe die Theorie, dass er und Dany, selbst wenn sie erfahren, dass sie verwandt sind, ach übrigens, für alle, die das noch nicht geguckt haben, ihr müsst jetzt weiterspulen, ne? Weil sonst spoilere ich irgendwas und dann kriege ich wieder gedacht, ich habe es noch nicht geguckt, du spoilerst alles. Ja, also selbst wenn die das rauskriegen, dass sie verwandt sind, glaube ich trotzdem, dass die zusammenbleiben werden. So. Dann gehen wir in die Farbe Espresso. Ich möchte sie doch nehmen. Ich finde sie zu schön, um sie nicht zu nehmen. Ich finde übrigens meinen MAC 242 im Moment nicht. Deshalb nehme ich von Sigma den Cream Color E58. Ja. Deshalb.
Und dass jetzt überlebt, ist mir am Ende irgendwie, naja, egal. Weil ich einfach nur, dass es schon überlebt. Vermuten, dass Danny nicht überleben wird, weil es wäre halt zu schön, wenn er alles überlebt quasi. Aber wir werden es ja irgendwann erfahren. Schon sehr bald. Und ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Aber meine Vermutung am Ende ist halt einfach, dass irgendwas Schlimmes natürlich passieren wird. Es werden nicht alle überleben. Schon gar nicht die, die man will, dass sie überleben. Ich gehe wieder in Hazelnut und verblende am Rand. Weil sonst wäre es halt einfach nicht Game of Thrones. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, wenn du gedacht hast, dass es ein Happy End gibt bei Game of Thrones ungefähr, hast du nicht aufgepasst. Weil, ist halt schon schlimm. Und ich habe es ja auch oftmals von vorne wieder geguckt und dann entdeckt man einfach auch noch so viele Hinweise, die einem vorher irgendwie entgehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was so eure Theorien sind. Was ihr vermutet oder was ihr euch wünscht. Also ich wünsche mir einfach nur, dass Jon überlebt. Eigentlich auch, dass Arya überlebt. Ich hoffe sehr, dass mein geliebter Tormund überleben wird, obwohl ich glaube, dass der bestimmt stirbt, weil das ist einer der Lieblingscharaktere. Und die haben ja so eine Historie damit, Lieblingscharaktere zu killen. Kannst du etwas zur Haltbarkeit von dekorativer Kosmetik sagen? Deine Ältesten und noch top. Also, Lidschatten habe ich noch saualte Sachen und die sind alle noch top. Es gibt tatsächlich auch Foundations, die ich lange nicht genommen habe, die ich dann weggeschmissen habe, weil sie nicht mehr so toll aussahen oder auch nicht toll riechen. Das ist unter anderem die HD Stick Foundation von Makeup Forever. Die musste ich wegtun, weil die war nicht mehr gut. Ja, also Foundation klar, also so ganze Face-Produkte eigentlich mache ich gerne weg. Aber ja, ansonsten Paletten oder Blushes und Bronzer, das habe ich alles noch nie. Also ich habe das alles noch und ich benutze es auch alles noch. Das habe, ja, deswegen, wenn ich auch manchmal eine Palette bekomme und dann steht halt hinten drauf 12 Monate oder so, da lache ich drüber. Ja, weil, also man kann das so oder so ja länger benutzen. Außer es passiert jetzt irgendwas, auch bei einer Lidschattenpalette kann sich natürlich irgendwas bilden. Aber ja, ich habe da noch nie drauf geachtet. Und dann kam noch die Frage, an welchen Ort willst du unbedingt mal reisen? Das sind viele Sachen. Viele, viele, viele Sachen. Ganz kurz, ich möchte noch von Kathleen Lights und Colourpop den Supernova Shadow in der Farbe Constellation so ein bisschen drüber tupfen, um das Ganze wieder so ein bisschen aufzuhellen. Ja, also da gibt es viele Orte. Ich habe unheimlich Lust und da denke ich jetzt schon die ganze Zeit mal drüber nach, irgendwann mal so Bora Bora oder sowas anzugucken oder Malediven. Ich finde das so, so schön. Das würde ich echt gern mal sehen. Ansonsten eigentlich wieder in die USA. Total gerne mal nach LA, San Francisco, Vegas. Diese Seite würde ich mir gerne mal angucken. Ja. England möchte ich viele Sachen sehen. Irland möchte ich unbedingt mal sehen. Vielleicht sogar auch bald mal zeitnah, weil mein Freund möchte auch mal unbedingt hin. Ja, also, aber auf der Nummer 1 von Sachen, die ich mir irgendwann mal angucken will, Bora Bora oder Malediven. Dann fragt die Katharina, erzähl uns bitte von deiner Familie und wie, wo du wohnst und gerne auch von deiner Arbeit. Ja, was gibt es da groß zu erzählen? Also, ich wohne mit meinem Freund zusammen und meine Familie wohnt nicht weit weg. Und, ja. Meine Arbeit, da kam vorhin dann auch nochmal die Frage, was hast du eigentlich gelernt? Also, Ausbildung, Studium und so. Ich habe Realschule gemacht, also meinen Realschulabschluss und dann die Ausbildung zur Immobilienkauffrau und seitdem arbeite ich da. Ich wollte ursprünglich mal noch Fachabitur machen und habe dann bei dem am Tag von dieser Aufnahme für diese Schule beschlossen, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich war schon immer lernfaul und hatte null Bock, da irgendwem zuzuhören. Hat mir natürlich keiner gesagt, dass man in der Berufsschule auch das machen muss. Aber ja, und wie gesagt, ich bin jetzt in dem Beruf seit fast 10 Jahren. Ich werde 26, 17. Mit 17 war ich dort, also fast 10 Jahre, 9 Jahre.
bin ich jetzt in dem Beruf. Es ist auf der einen Seite ein schöner Beruf, auf der anderen Seite ein sehr anstrengender und auch enttäuschender Beruf, aber ich glaube, das gibt es überall. Deine Vorsätze für 2019 in Bezug auf Make-up und privat. Ganz klar, weniger Geld für Kosmetik raushauen, weil es gibt mir keiner irgendwas zurück. Also ich habe, gut. Es gibt dann noch eine Frage, wie viel gibst du im Monat für Geld für Schminke aus? Das ist total unterschiedlich. Es gibt Monate, gerade zur Weihnachtszeit hin, da kommt einfach so viel raus und dann das innere Ich sagt dann, das ist so schön, das muss ich haben oder das will ich testen oder irgendwas. Und dann kaufst du das. Und dann gibt es wieder Monate, da gibt es entweder wenig Sachen oder es interessiert dich einfach gerade nichts. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Deswegen kann man das einfach gar nicht sagen, wie viel man dafür ausgibt, weil lass es manchmal vielleicht 50 Euro sein, vielleicht 200 Euro. Also das kommt total drauf an. Aber mein Neujahrsvorsatz war auf jeden Fall, dass ich ein bisschen auf die Bremse trete, dass ich mir halt so ein Limit setze, dass ich höchstens 2-3 Sachen im Monat kaufe. Ist jetzt eigentlich schon schief gegangen, also ich habe schon ein paar Sachen mehr jetzt gekauft, als ich eigentlich wollte. Aber trotzdem ist es noch besser als im Jahr davor. Ich mache mal unter den Augen weiter und da nehme ich die Farbe Karamell, das ist die, die wir zuerst aufgetragen haben. Und trage die einfach am unteren Augenrand auf. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, und für privat ist es einfach, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen werde. Es sind so viele Sachen vorgekommen letztes Jahr, die mich enttäuscht haben. Und ja, ich habe sehr viel für andere gemacht. Und das wird entweder immer einfach nur so hingenommen und nicht geschätzt. Oder sie wollen es aufwiegen mit irgendwas, was sie mal gemacht haben. Ups. Und da werde ich mich auf jeden Fall mal so ein bisschen zurücksetzen und egoistischer werden. Das hat mir auch letztes Jahr eine Freundin gesagt, dass ich mich viel zu sehr engagiere bei anderen. Und für mich aber niemand etwas tut. Und das werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen, weil es sind halt wirklich viele Sachen passiert. Auch gegen Jahresende, die mich echt aufgeregt haben. Aber über die meisten Sachen kannst du halt einfach nicht sprechen, weil wenn du deine Meinung sagen würdest, ist die Freundschaft vorbei. Deshalb, das ist so halt mein Vorsatz. Ich mache mein Ding, ich schaue jetzt mal ein bisschen nach mir. Ich engagiere mich mehr für mich und ja. Auf jeden Fall möchte ich mit YouTube weiter vorankommen. Ich freue mich wirklich jede Woche über neue Abos. Ich gehe in Double Shot. Freue mich über jede Abos, die dazukommen, weil ich wirklich hoffe, dass es voranläuft. Und da möchte ich mich jetzt einfach ein bisschen drum kümmern, um mich, um meinen Kanal, um wieder das machen, was mir Spaß macht. Einfach Looks schminken. Ich hoffe, dass es auch so angenommen wird. Ja, und das ist halt so mein Vorsatz, dass ich auf jeden Fall auf YouTube ein bisschen weiterkommen möchte und da werde ich mich halt reinknien. Die Kamera hat leider aufgehört zu filmen. Die Frage kam, wahre Freunde / falsche Freunde. Ich nehme noch die Farbe Macchiato und trage die in den inneren Augenwinkel auf. Sehr, sehr schöne Farbe. Und ich muss sagen, ich finde das toll, wie pigmentiert die Lidschatten sind. Das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Also die finde ich echt sehr gut. Und auch die schimmrigen Töne sind ganz toll pigmentiert. Ja, aber wenn du spürst, dass zwischen dir und jemandem das einfach der Hammer ist, dann halte daran fest. Ich habe 2 solche Personen in meinem Leben zum Glück. Und mit einer habe ich auch letztens drüber gesprochen. Weil selbst wenn wir vom Hobby her total unterschiedlich sind, also von Tussi-Schminkerei bis zu einem eigenen Pferdestall ist sehr unterschiedlich. Aber trotzdem, wenn wir zusammen sind, ist es einfach ehrlich und jeder ist, wie er ist. Und wir können uns alles erzählen und ich fühle mich bei ihr so, so wohl. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und halt die zweite Person wohnt leider nicht hier, aber für die will ich einfach auch alles tun, weil ich habe mit ihr schon viel erlebt, viele persönliche Dinge erlebt
Und wenn wir uns sehen, das ist einfach, ja, das macht dann Klick zwischen einem und das ist so, so schön. Ein Win oder nicht? Ich glaube, ich mache heute mal wieder einen Win. Kann jetzt kurz dauern. So sieht dann der Ring aus. Der linke ist ein bisschen dünner als der rechte Arm. Wir lassen das lieber, das zu korrigieren, weil wir wissen alle, wie das enden kann. Meine Wimpern trocknen gerade an. Dann nehme ich von House of Lashes den Style Spellbound. Habe ich heute mal aus meiner Schublade gezogen. Schon wieder sehr lisch drauf. Ja, viele Fragen dazu. Wie finden deine Freunde, Familie, Partner, dass du YouTube machst, beziehungsweise als du damit angefangen hast? Das hatte ich schon mal gesagt. Also meinem Freund ist das total egal. Der fragt da auch nicht nach, beziehungsweise er regt sich auch immer auf, wenn ja, ich unzufrieden bin. Oder ich was sage und die Leute dann auf mich halt losgehen. Das versteht er halt auch nie. Oder wie manch andere Leute YouTube machen, wie die Qualität ist und wie die vorankommen und bei mir sich da nicht viel tut. Das findet er immer ein bisschen schade. Meine Mom interessiert es total. Die guckt auch meine Videos. Mein Vater ist da, glaube ich, nicht so der Fan von, weil er halt sagt, das ist verschwendete Zeit, wenn halt nichts dabei rumkommt. Und ja, meine Patentante guckt auf jeden Fall meine Videos, das weiß ich. Meine Cousine glaube ich nicht so. Aber einfach nur, weil die das null interessiert oder sie auch nicht Zeit hat oder keine Ahnung. Ja, meine Freunde von früher gucken die nicht. Zwei meiner aktuellen Freundinnen gucken sie. Aber ich glaube auch nicht jedes Video. Ja, eine war ja letztens in dem Video, in dem Hochzeitsvideo, die Vivian. Viviane, ich sag immer Vivian, wenn ich schnell rede. Die Viviane oder die Vivi. Die guckt meine Videos. Meine beste Freundin nicht, aber die sieht halt immer auf WhatsApp manchmal so Bilder oder ich schicke ihr auch manchmal was oder auf Facebook habe ich ja auch eine Make-up-Seite. Und da guckt sie dann manchmal und dann schreibt sie mir auch immer, hey, voll schön und so. Aber die guckt jetzt nicht die Videos, weil sie das halt auch null interessiert. Ja, aber ist jetzt nicht so, dass ich da, dass die Leute davon mega begeistert sind oder das unterstützen oder so. Also das jetzt nicht. Hat sie noch gefragt, was sind deine Ziele bezüglich YouTube? Aber auf jeden Fall, also ein Ziel auf jeden Fall waren die 3000 Abonnenten. Ich hoffe, dass das auch noch was wird. Mega geil wäre natürlich 4000 Abonnenten, aber ja, also ich bin jetzt dieses Jahr 4,5 Jahre dabei und ich glaube einfach nicht mehr dran, dass ich noch ja, irgendwann mal das habe, was ich mir halt erhoffe. Wie findest du InScope und Mrs. Bella als Paar? InScope kenne ich gar nicht. Weiß nicht, wer das ist. Übrigens, das mache ich gleich sauber. Wir warten, bis das antrocknet. Miss Bella, wie gesagt, mit der habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich weiß, wer sie ist. Ich respektiere sie, aber ich habe mich noch nicht mit ihr beschäftigt. Ich folge ihr auch nirgendwo und deshalb kann ich dazu leider gar nichts sagen. Juicy Lips oder lieber matten Lipstick? Sorry für den Spam-Fangirl. gar kein Problem. Du darfst mir so viele Fragen stellen, wie du willst. Im Moment stehe ich eher auf Juicy Lippen. Schon so ein halbes Jahr ungefähr. Aber das ändert sich auch ständig. Also ich hatte mal schon mal vor ein paar Jahren so eine Gloss-Phase und dann war ich wieder matt, matt, matt. Da darf nichts Gloss, das stört. Und jetzt bin ich halt wieder total im Gloss-Fieber. Aber im Moment auf jeden Fall Juicy Lips, bevor Matte Lips. Immer wieder ein Oldie but a Goodie von Dose of Colors, die Farbe Bear With Me. So ein. Fangen wir zuerst auf. Und übermalen, so wie ihr das von mir jetzt gewohnt seid. Ach, übrigens wollte ich mir einen Termin ausmachen zum Lippen machen. Und habe jetzt, da wo ich hin wollte, so viel schlechte Sachen gehört und gelesen. Also ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt. Und auch, was die Leute dann so unter die Videos geschrieben haben, dass ich jetzt voll Schiss habe, da hinzugehen.
Und die sind halt preislich aber unschlagbar gewesen, dass ich mich jetzt erstmal nicht gemeldet habe wegen dem neuen Termin. Und ich nicht weiß, was ich machen soll. Also ich wollte zu M1 Beauty in Frankfurt, vielleicht kennt sich da jemand aus. Und ich habe halt so schlechte Sachen gehört, dass die Lippen danach so richtige Hubbelchen hatten und so und auch richtig schlimme Blutergüsse. Und die Leute waren total unzufrieden und das steht halt auch überall. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen Angst vor. Und zu dem Mann, zu dem ich wollte, der sehr, sehr gut sein soll, den kenne ich sogar, aber der hat leider keine Termine mehr frei für die nächste Zeit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es machen soll oder nicht. Und vielleicht ist ja hier jemand aus dem Rhein-Main-Gebiet, der sagt, geh da und dahin. Und dann könnt ihr mir das vielleicht mal schreiben. Unter das Video oder gerne auf Instagram. Weil ich würde echt gerne mal das machen lassen, so ein Stück. Also eigentlich so, wie sie jetzt sind. Das wäre perfekt. Bescheiden, aber ich befürchte, es wird doch wieder mein Liebling. Von Dose of Colors und die Disney-Kollektion. Ihr wisst, ich liebe Dose of Colors Lippensachen und gerade die Glosse und halt auch die Liquids. Habe ich einmal die Farbe Rocking It und One and Only. Und der One and Only ist ein Stück dunkler, wie man sieht. Moment, ich drehe es mal so, dass ihr die Farbe sehen könnt, ohne den Schriftzug. Das ist One and Only und das ist Rocking It. Weil One and Only ist eine ganz, ganz tolle Farbe, aber ich befürchte, dass das jetzt so ein bisschen bräunlich wird. Deswegen nehme ich doch Rocking It und trage den drüber auf. Sieht das Pferd die Guni schon lieber ist? Sehr, sehr schöne Palette. Das ist der Look mit den Augen. Wie gesagt, hier ist der Eyeliner ein bisschen anders. Und die Farbe Espresso sieht einfach richtig schön aus. Also abschließend möchte ich sagen, ich finde die Palette sehr schön. Sie hat eine tolle Pigmentierung. Die Lidschatten waren jetzt sehr, sehr schön. Vor allen Dingen die schimmrigen Lidschatten performen super gut. Auch die matten Farben gefallen mir gut. Ein bisschen bereue ich, dass ich diesen pinken Ton Double Shot in die Crease aufgetragen habe. Aber nur ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich auch noch Lust, etwas mit dem Blauton zu machen. Da werde ich euch dann Bilder auf Instagram posten. Aber der Look gefällt mir echt gut. Vor allen Dingen, es ist halt ja, Latte, also ein brauner Look. Wie gesagt, kann ich euch jetzt echt empfehlen. Ich liebäugel sogar mit dieser Berries and Cream Palette von ihr, aber die ist noch nicht auf Beauty Bay online gewesen. Also zumindest, als ich das letzte Mal das gecheckt habe, noch nicht. Deswegen, ja, erstmal die. Kann ich euch sehr empfehlen. Mir hatten ja jetzt viele geschrieben, test die doch jetzt mal bitte, weil ich euch auf Instagram gezeigt habe, dass ich die bekommen habe von der lieben Stefanie. Und das ist halt dabei rausgekommen und ich finde den Look richtig toll. Hübschen. Ich hoffe natürlich sehr, dass das Video euch gefallen hat und der Look euch gefallen hat, dass es euch gefallen hat, dass ich eure Fragen mal wieder beantwortet habe. Vielen Dank für die Zusendung der vielen Fragen vor allen Dingen. Ihr könnt mir das jederzeit gerne stellen, beziehungsweise schreibt mir doch einfach, wir hätten mal wieder Lust auf eine kleine Fragerunde. Dann mache ich das natürlich und bitte nie vergessen, da weil sich viele oft nicht trauen, schreibt mir gerne eure Videovorschläge unten in die Kommentare oder auf Instagram. Ich freue mich darüber wirklich sehr, weil ich mag das, auf euch einzugehen. Und ja, scheut euch da nicht. Oder wenn ihr was seht bei mir irgendwie mal auf Instagram und ihr wollt dazu was wissen, fragt mich einfach, das ist gar kein Thema. Noch eine Sache wollte ich euch fragen, bevor wir wegschalten. Einen Moment. Hat jemand Erfahrung mit deinhandy.de? Ich habe da einen Vertrag abgeschlossen für das iPhone X. Das hat so ein bisschen alles länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Und ja, jetzt, wo ich meine Anzahlung geleistet habe und wo mein Vertrag bei der Telekom dann genehmigt wurde, heißt es plötzlich, dass dieses blöde Telefon nicht mehr lieferbar ist und ich jetzt 6 bis 9 Wochen warten muss. Heute hat mir sogar jemand am Telefon gesagt, es kann sein, dass das gar nicht mehr kommt, weil Apple hat uns eine E-Mail geschrieben, dass sie wenig Pfund X produzieren, was ich mir nicht vorstellen kann. Hat da jemand Erfahrung mit? Weil ich bin leider auch schon aus meiner Widerrufsfrist raus. Also ich bin auch im Vertrag. Ich bekomme jetzt auch die Karte zugeschickt, dass ich wenigstens die Sachen schon nutzen kann, die ich bezahle. Aber halt nicht das Telefon, das ich anbezahlt habe. Und das kotzt mich echt an, weil ich,
ja, hätte das echt gerne und ich habe jetzt so lange gewartet, bis ich mich entschieden habe, beziehungsweise ich habe auf tolle Angebote gewartet und jetzt finde ich eins und ausgerechnet bei mir passiert der Scheiß jetzt wieder. Also falls jemand Erfahrung mit der Seite hat, ja, sagt mir doch da mal bitte Bescheid. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ihr Hübschen. Falls du mich da schaust und bist noch kein Abonnent von mir, würde ich mich natürlich selber freuen, wenn du mich abonnieren würdest und auf meinem Kanal kräftig dabei bist. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ich hab euch lieb. Tschüss, macht's gut.